Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Poketime. Hallo! Ja, letztes Mal waren wir hier und haben Calcium gefunden. Was bedeutet das? Hebt den Spezialangriff an. Ich glaube, davon würde Kilia profitieren, weil Psychotacken meistens spezial sind. Bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich gerade total Schwachsinn rede, aber... Ich behaupte das jetzt einfach mal. Und heute gehen wir in diesen Pokémon-Turm. Aber vorher gehen wir ins Pokémon-Center, würde ich sagen. What? Ach, bitte. Wir hatten eben unseren Kampf eben schon. Oh, Mystery? Hey, Akato. Ich habe hier was Tolles. Pass auf. What the fuck? Was? Was in aller... Worum geht es hier eigentlich? Ich habe ein paar Sticker, aber ich habe vergessen, sie anzubringen. Oh klar, das liegt daran, dass ich in den Ruinen war. Die Ruinen hier sind so toll, die musst du dir unbedingt ansehen. Ich habe dort sogar das versteckte... ja. Das versteckte VM, also das VM halt, auf Lackerer gibt es, glaube ich, in den Ruinen. Okay, holen wir uns das schnell. Will ich zwar nicht brauchen, aber gut. Ja, heil bitte meine Pokémon, dann nimm ihn von mir. Ich brauche es nicht wirklich. Ich habe ja in der letzten Folge festgestellt, dass ich überhaupt kein Wasser-Pokémon brauche. Ich dachte die ganze Zeit, hey, ja, Wasser-Pokémon, das ist bestimmt super gegen Panpyro. Aber ist doch egal, weil Panpyro ist Kampf-Pokémon-Feuer. Und deswegen ist Kirlia es ihm überlegen. Golbat ist ihm überlegen. Wir brauchen keinen Bammelin. Geh bitte einfach weg. Nobody needs you. Seriously. Ja. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht gegoogelt, wo der Funkelstein herkommt. Das heißt, wir können Kirlia jetzt auch nicht trainieren. Das ist schlecht. Aber wir können Shaker rein trainieren. Das ist immerhin etwas. Und wir trainieren Kirlia wenigstens nebenbei. Pokémon Zeitung. Okay. Wir gehen erstmal in diesen Turm heute. Den zeige ich euch noch, auch wenn ich da gar nicht rein brauche. Ich könnte Schutz einsetzen. Permanent. Egal. An diesem Ort ruhen die Geister. Bitte sei leise und zeige Respekt. Nein! Kein Respekt für Geister! Dieser runden, dicker Nebel. Ja, ja, okay. Wenn du versteckte Maschinen auflegen musst, dann nichts verloren geht. Ja, okay. Oder sollten wir hier mit Auflocker rauf? Wir haben keinen Auflockerer. Gut, ich benutze Schutz schon mal pro forma. Falls hier schon Pokémon auf mich warten, ich weiß es nicht. Wir haben noch 11 davon. Wir waren ja in dieser Höhle mit dem kleinen Mädchen, deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viel. Hallöchen, werter Freund. Ah, Gespenst, weg hier, hilf mir. Ich bin kein Gespenst, ich bin ein Pokémon-Trainer, der dir in die Arsch treten wird. Haben sie nicht alle, haben sie nicht, okay. Geist-Pokémon, würde ich gerade sagen. Aber nein, in der Tat ist dem nicht so. Aber sie haben alle sehr schwache Pokémon, die nicht in keiner Form besiegen könnten. Das ist Quatsch. Käferbiss, das ist ja... Oh, shit, das ist... Ist das effektiv? Käfer ist effektiv gegen Pflanze? What the fuck? Okay, das wusste ich nicht. Ah, Schutzschild, geh mir doch nicht auf die Nerven mit deinem Schutzschild. Ja, natürlich geht das nicht. Kraftreserve, wow. Kraftreserve ist wirklich eine der unspektakulärsten Attacken, die es gibt. Denn niemand weiß genau, was Kraftreserve macht. Psy erreicht Level 23, das ist doch gut. Plauderguy, Vogel-Pokémon, okay, Pokémon wechseln. Psy, go for it! You can do it. Eigentlich würde ich ihn Psycho nennen, aber ich wusste nicht mehr, ob Psycho mit CH oder nur mit C geschrieben wird. Ich glaube mit C. Aber gut, das ist dann auch egal. Nehmen wir mal Konfusion. Gesang, willst du mich verarschen? Das ist doch hier Hypnose. Also Schlaf. Ach, leck mich. Weißt du, Plauderguy, bist hier die ganze Zeit am Plaudern, aber jetzt brauchst du auch nicht singen. Geschwätz. Das Vieh ist auch... Oh, das war offensichtlich effektiv, damit ich aufwache. Wow, das hat offensichtlich auch gar nichts gebracht. Ja, genau, es ist einfach Konfusion aus dem Psycho-Pokémon ein. Bist du schlau, ey. Das bringt doch nichts, Freunde, das bringt nichts.
Jetzt sind wir übrigens da, wo Mystery in Folge 16 war. Das heißt, ich bin top motiviert, noch zu gewinnen. Wenn ich ehrlich sein soll, gar nicht mehr. Okay, aber was soll's. Wir müssen uns trotzdem Mühe geben. Schmerbe, war das ein Wasser-Pokémon? Ich glaube schon. Ich erinnere mich gerade, oder heißt das anders? War es nicht die Vorentwicklung von einem anderen Pokémon? War das das? Ja, genau, das meine ich. Dieses, die Vorentwicklung von Velsa, glaube ich. Oder? Ja, gut. Ich versuche gerade Velsa von Wailord zu unterscheiden. Oder Wailord. Weil Wailord ist ja ein Wahl-Pokémon und Velsa ist ein Boden-Wasser-Pokémon. Moment, das ist gar kein Gespenst. Wow, Sherlock. Seriously? Das ist ja aber früher aufgefallen. Ich brauche einen super Trank für mein Checkerein. Dein Checkerein, das haut gut rein. Dumm-Dumm trainieren wir natürlich nicht, denn Dumm-Dumm ist Dumm-Dumm und bleibt immer Dumm-Dumm. Ovaler Stein. Schön. Was ist ein ovaler Stein? Ovaler Stein. Dieses besondere Eiffelmannstein hilft Pokémon bei ihrer Evolution. Haben wir eigentlich schon ein... Nein, haben wir nicht. Schön. Kein Funkelstein. Gut, aber ein ovaler Stein. Keine Ahnung, was man mit einem ovalen Stein macht. Ab hier kommen definitiv Geist-Pokémon, das weiß ich. Hallo, Biker-Typ, den ich nicht kenne. Meine Pokémon werden mir gestohlen. Team Galactica ist. Ich habe mir ihre Gesichter gemerkt. Eine Frage. Wenn seine Pokémon gestohlen werden, mit welchen Pokémon kämpft er jetzt? Mit Pi, offensichtlich. Okay. Das ist, soll ich sagen, gefährlich? Ich würde... Nein. Nein, wirklich nicht. Nein. Nein, nein. Bitterkuss. Was zum... Jäger rein. Mach keinen Quatsch. Mach keinen Quatsch. Mach kein... Du blödes Checkerein. Zauberblatt, ja, das bringt dir sehr viel. Also, Psi, wirklich. Respekt für diese strategische Lösung. Das ist wirklich gut. Bringt dir nur leider nichts. Ach komm, Checkerein. Wisst ihr, das ist immer so. Wenn man selbst verwirrt ist, verletzt man sich immer selbst. Wenn die Gegner verwirrt sind, dann werden die entweder sofort befreit oder sie verletzen sich nie selbst. Ihr kennt das, Leute, oder? Ihr kennt das. Jeder kennt das. Der mal Pokémon gespielt hat. Alle anderen kennen das wahrscheinlich nicht. Aber es ist trotzdem irgendwie scheiße. Und sie bringt noch nicht mal viel Erfahrung. Das kommt noch dazu. Das ist ja wohl die Höhe. So. Beleber. Cool. Werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Können wir hier einen von den Pokémon im Grab geben. An dem hätten wir auch vorbeigehen können. Aber... Wie ich schon in der letzten Folge sagte, ich will so viele Trainer wie möglich mitnehmen. Damit meine Pokémon so stark wie möglich sind und damit wir hier in jeder Arena bestehen und nicht gegen Rivalen kämpfe. Also nicht bei... What the fuck? Okay, beide abgewehrt. Nicht bei Rivalenkämpfen verlieren. Wie hoch ist eigentlich die Chance, dass ein Pokémon eine Attacke abwehrt? Was ist da genau... Was für... was spielt da eine Rolle? Was für Faktoren? Das würde mich mal interessieren. Pikachu. Ach ja, das ist das Pokémon, wo Mystery gedacht hat, er hat als letztes einen Reizschuh. Aber, Spoiler! Er hat zwei Pichus und ein Pikachu. Wow. Rückzug. Wow. Wow, wirklich. Also, wow. Ist echt, effektiv würde ich das jetzt nicht nennen. Aber. Immerhin, ne? Oh, ich habe gerade so eine geile Idee für ein sechstes Pokémon. Ich habe ja schon am Anfang der Folge und in der letzten Folge gesagt, dass wir Bamelin nur wirklich nicht brauchen. Weil Bamelin ein Wasser-Pokémon ist und ich mir das eigentlich nur für Panpyro geholt habe. Und da Panpyro Kampf und Feuer ist, kann man das so mit Golbat oder Galagladi später fertig machen. Und deswegen, ich habe eine geile Idee, wie wäre es, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, wie wäre es mit einem motherfucking Dragoran. Ein Dragoran, hol die jetzt ein motherfucking Dragoran. Ihr kennt es alle, dieses Video, Leute, ich weiß es. Und scheiße, habe ich Bock auf Dragoran, Alter. Ja, gegen
So Pokémon wie Mobile kann natürlich auch ein Checker rein ankommen, wenn es die Attacke nicht gerade abwehrt. Was zum... Okay, du lernst einfach Rasierblatt, nachdem ich keine Attacke ab... Okay. Manchmal muss man das nicht verstehen, was da passiert. Ja, sehr effektiv natürlich, weil es ein Gesteins-Pokémon ist. Ich dachte gerade kurz, für Sonnen-Pokémon wäre ein Wasser-Pokémon doch gut, aber ist ja Quatsch, weil wir haben ja unser Checkerein und Checkerein klärt. Das müsste jeder wissen. Checkerein ist einfach der beste Freund eines Menschen. Hat Mubai gerade Lebenspunkte dazu bekommen? Sieht so aus, aber er hat auch Lebenspunkte verloren, wegen mir. Haha, Loser. So. Zack, Level 25 für unser Checkerein, das gefällt mir gut. Meine Sorgen haben sich vertieft, ja, oder irgendwas anderes hat sich vertieft. Ich weiß gerade nicht, was da stand. Wir brauchen ein Super Trank für unser Super Checkerein. So, und dann treten mal gleich Psy und Checkerein auf den Plan auf diesen Doppelkampf. Das macht keinen Unterschied, wo wir sind. Man hat Pokémon und dann will man kämpfen. Ja, du bist ein lebendes Exemplar eines Kämpfers, eines Trainers, eines Dudes. Das finde ich gut. Was habt ihr? Ponita und Ponita. Wow, ihr seid... Herzlichen Glückwunsch, ihr seid wirklich kreativ. Ich muss wirklich sagen, krass. Krass. So. Weil aber Checkerein hier den kürzeren ziehen würde, holen wir einfach mal Golbat rein und benutzen... Aber das würde wirklich wenig Sinn machen. Wir nutzen Konfusion. So, hallo Golbat. Na, gegen ein Level 30 Pokémon. Eine kleine Runde. Wie sieht's aus? Na, oh, das ist aber... Wow, ich bin ein bisschen impressed. Nicht. Okay, es herrscht dichter Nebel. Was genau bewirkt dieser dichte Nebel eigentlich? Ich bin mir nicht sicher. So, Stahlflügel. Ach, come on. Das kann doch nicht daneben gehen. Was soll denn das? Natürlich wäre für Feuer-Pokémon ein Wasser-Pokémon äußerst angebracht. Was zum... Warum gehen alle Attacken daneben? Wahrscheinlich wegen dem Nebel. Aber es ist doof. So, Stahlflügel. Zack, zack, zack. Was? Ein Volltreffer und es ist nicht tot. Was soll denn das? Okay, Rutenschlag ist... Beeindruckt mich jetzt nicht so, wie ihr vielleicht gerne hättet, dass es das tut, aber es tut es nicht. Oh, Mikro. Ich gerade beinahe mein Mikro umgeworfen. Jetzt benutzen wir dann mal Flügelschlag. Vielleicht bringt das mehr, weil für einen weiß ja, dass man Feuer auch mit Flügelschlag löschen kann. Oh, das hat sogar einigermaßen relativ gut funktioniert. Jetzt, was soll das? Was soll das? Was kleine Kirlia? Was? Oh, Mann. Ist doch nicht dein Ernst. Also wirklich. Das finde ich jetzt nicht nett. Ja? Also, so benimmt man sich auch nicht. Das ist nicht freundlich. Was dir bleibt, macht gar keinen Sinn. Ja, check herein. Come on jetzt. Was zum Teufel soll das? Danke! Hätte mir vielleicht doch zweimal überlegen sollen, ob ich in diesen Turm gehen sollte, aber jetzt bin ich einmal hier und jetzt mache ich den auch. Hier gibt es nämlich auch lecker Pokédollar. Und Pokédollar mag man doch. So, Beleber für... Nein... Nicht für Checkerein, sondern für Psy. Für Kirlia. Wenn man so will. Habe ich noch einen normalen Trank? Nein, habe ich natürlich nicht. Okay, dann nicht. Was haben wir hier? Okay. Braucht kein Mensch die Attacke bekommen wir am Anfang dieses Spieles. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Doppelkampf nochmal, okay. Ich kann mich wieder von meiner Freundin blamieren. Ja, das kannst du. Du wirst dich höllisch blamieren. Glaub mir, mein Freund. Wir sind schon bei 14 Minuten. Dieser Part wird komplett in diesem Turm stattfinden. Das finde ich... Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht in die Hose gehen wird gegen diese beiden Pokémon. Aber das werden wir sehen, sobald es passiert. Ich glaube, es ist eine Unlichtattacke und die ist natürlich sehr effektiv. Okay, Psy sollte vielleicht draußen bleiben.
Biss und tschüss. Nicht. Okay, dann nicht. Oh Mann, ich dachte, Psy hätte eine Chance. Ist offensichtlich nicht so. Und ich kann Jägerein natürlich nicht reinschicken, weil Jägerein schon drin ist. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Nein, warte, ich setze Stahlflügel ein auf Kramurx. Und zack, tschu-tschu-tschu. Stahlattacke, mega effektiv. Wow, das hat sogar wirklich funktioniert. Liegt wahrscheinlich am Levelunterschied einfach mal. Psystrahl, das ist, ja, also ich weiß ja nicht, ob das so effektiv ist. So, gegen Traumfugil hilft Biss, das haben wir in der letzten Arena schon gesehen. Wow, Psystrahl gegen ein Unlichtgeist-Gift-Pokémon. Unlichtgift. Und meine Attacken gehen natürlich alle daneben. Das ist... Dieser Turm, ne? Das ist, hab auch schon schönere Kampfarenen gesehen. Ist nicht dein Ernst. Beide Attacken wieder daneben gegangen und der Gegner hat getroffen. Mit Auflockerer wäre man hier wahrscheinlich locker easy durchgegangen, weil man einfach den Wind, den Nebel wegpusten kann. Aber... Ist mir egal. Ich benutze das nicht, denn ich hab das nicht. Und ich will das auch nicht. Weil es ist einfach scheiße. Wenn man es mal so sagt. Komm schon, Checker rein. Was soll man dazu noch sagen, Leute? Ehrlich. Was soll man dazu noch sagen? Danke. Danke, dass ihr getroffen. Danke, wirklich. Ich bin wirklich beeindruckt. So. Jetzt noch ein Stockwerk und das war's dann. Oh, hier kriegen wir so viel geile Poké-Dollar. Yes, Geld ist alles. Zumindest in der Welt der Pokémon. So, und jetzt tauschen wir mal. Kirlia, es tut mir leid, aber du bist einfach nutzlos im Moment. Werd stärker und dann kämpf gegen Pokémon, die, nee, das nicht. Die, gegen die du effektiv bist. Und dann ist es auch gut so. Genau, die beiden haben irgendwas. Ich kann nicht sehen, überall ist dieser Nebel. Ach, oh, ja, ja, okay, okay, okay. Wir müssen hier also mit Auflockerer rein. Aber wir haben noch gar keinen Auflockerer, oder? Ich guck mal nach. Wo sollten wir denn Auflockerer auch her haben? Ist ja Quatsch. Ne, genau haben wir nicht. Okay, dann hätten wir uns das schon mal sparen können. Hier brauchen wir also Auflockerer, um hier weiterzukommen. Gut, dann gehen wir halt wieder. Habe ich auch kein Problem mit. So, tschüss. Und nur 2 Schutz verbraucht, das geht doch. Das ist doch völlig legitim. Komm hier. Okay, hier kommen auch wilde Pokémon. Und was kommt hier so? Ah, natürlich ein Nebula. Wer hätte das gedacht? Wer hätte mit einem Nebula rechnen können? Das ist ja völlig unglaublich. Ich glaube, Geist-Pokémon, ich glaube, ein Geist-Pokémon werde ich mir nicht als 6. Pokémon holen. Denn, was hier unten? Oh, what the fuck. Denn, Geist-Pokémon sind, sehr anfällig für Unlichtattacken. Und Biss ist zufällig eine Unlichtattacke, die so ziemlich fast jedes Pokémon erlernen kann. Und deswegen, keine Geist-Pokémon für mich. No, sir. Hast du, Dings? Der Turm der Ruhenden? Nee, okay, hat er nicht. Der ist auch ein Idiot. So, vielleicht finden wir hier in Trostru irgendjemanden, der Auflockerer hat. Aber erstmal heilen wir unsere Pokémon. Ja, gib mir bitte deine Pokémon. Ich würde ja auch mal eine Creepypasta zu Schwester Joy vorlesen. Da gibt es 2. Eine habe ich mir schon durchgelesen, aber die ist crap. Also ich finde sie nicht gut. Deswegen mache ich das nicht. So, hier war Pokémon Zeitung, genau. Und hier, ich glaube, hier irgendwo findet man Auflockerer. So, wer bist denn du? Oh, willkommen. Hast du eine Stellenausschreibung draußen gelesen? Stimmt's? Ist das dein Pokédex? Ja, Professor Albe. Bababa. Roserade, bring mir eins. Okay, wir brauchen das noch heute, sonst wird der Artikel nicht rechtzeitig fertig. Eine Pokéball benutzt. Herzschuppe. Ich glaube, Herzschuppe braucht man für irgendwas. Roserade? Hat er gerade gesagt, oder? Jetzt kein, rosa Dings hier, rosa, was anderes. So, wir nehmen uns mal ein Pokémon, denn wir sind jetzt hier bei der Pokémon-Pension und da können wir mal ein Pokémon trainieren lassen. Und ich hätte Bock, Togepi trainieren zu lassen. Einfach so, einfach, weil Togepi halt, ne? Kann man auch mal trainieren.